Heute zeigen wir euch wieder ein Fahrzeug in der Van-Klasse, nämlich den Van 337. Das Fahrzeug ist angetreten und legt sich natürlich auch ein bisschen mit der Kastenwagenklasse an. Wieso mit der Kastenwagenklasse? Wegen der Kompaktheit natürlich. Aber das erkläre ich euch jetzt mal näher. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freistaat TV. In der Van-Klasse ist Carrado nicht nur kompakt, sondern absoluter Preis-Leistungs-Sieger. Wie letztes Jahr haben wir hier den Citroën mit 140 PS. Das ist geblieben. Der Preis ist auch ziemlich geblieben. Wir bekommen das Fahrzeug auch als Modelljahr 22, so wie es jetzt hier steht, auf dem Citroën unter 50.000 Euro positioniert. Aber an dieser Stelle kommen wir nachher noch näher drauf. Kompakt heißt bei diesem Fahrzeug mal zu den Abmessungen 6,65 Meter Gesamtlänge, 2,14 Meter Breite, 2,87 Meter Höhe, also das Fahrzeug ist auch etwas niedriger. Wenn man denkt, so ein Kastenwagen mit Längseinzelbetten hat auch 6,40 Meter Gesamtlänge. Gut, kann man sich über 25 cm streiten, aber trotzdem Einzelbetten 6,65 Meter unter 50.000 Euro. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Schick finde ich, dass hier Carrado das schwarze Fahrerhaus noch wieder mitnimmt und auch der Philosophie treu geblieben ist, das Fahrzeug einfach ein bisschen sportlicher daherkommen zu lassen. So bleiben auch ab Modelljahr 22 die Alufelgen, wie gesagt, das schwarze Führerhaus und die Designapplikationen, wo hier auch dem dunklen Führerhaus angepasst sind. Selbstverständlich hat so ein Fahrzeug auch eine richtige Heckgarage. Ich finde, dass so eine Van-Klasse dies anderen Fahrzeugen voraus hat. Hier drin haben wir jetzt noch zusätzliche Polster und Matratzentopper. Aber ihr könnt hier ganz bequem zwei Fahrräder reinstellen, Tische, Stühle und habt oben die Schlafsituation, wie ich es immer so schön sage, stabil. Ihr müsst nichts umbauen. Gibt es beim Kastenwagen so nicht. Drum finde ich es immer eine ganz tolle Alternative. Stauraumklappe rechts, natürlich auch Stauraumklappe links. Darf ja auch nicht fehlen, sodass ihr hier stets eine bequeme Zuladungsmöglichkeit habt. Das Tedford-WC ist hier in Fahrtrichtung links eingebracht, ebenso der Abgaskamin und der Frischwasser-Einfüllstutzen. Alles hier auf der linken Seite schön ordentlich untergebracht. Hier haben wir das Heck, das ist jetzt ein bisschen einfacher wie jetzt bei den anderen Edition 15. Wir haben ja schon mal gesehen in einem anderen Video, dass wir hier die Design-Applikation haben. Hat Carrado beim Van jetzt drauf verzichtet. Hier der Edition 15 Aufkleber ist wie bei allen anderen Modellen. Ansonsten ist es ganz normal ein Van, hat aber natürlich die Top-Ausstattung mit Markise, was wir hier jetzt sehen. 3,50 Meter Länge, hier passen noch 2x11 Kilo Gas rein. Und auch Satellitenschüssel, vollautomatisch und Flachbildschirm hat das Fahrzeug ebenfalls in Serie schon mit dabei. Das zeige ich euch mal, wie das Ganze aussieht. Kommt einfach mit rein. Wir haben hier auch einen sehr offenen Grundriss. Auch wieder mit Edition 15 Applikationen. Hier seht ihr wieder die Edition 15 Applikationen auf den Sitzen, wie das abgesteppt ausschaut. Einen Wermutstropfen, muss ich sagen, fand ich eigentlich auch von Carrado, ja, nicht gerade in Ordnung. So ein Fahrzeug kann man auf 49,9 jetzt positionieren. Ja, das ist gut, trotz Modelljahr 22, aber das Navigation mit Rückfahrkamera hat letztes Jahr Carrado in Serie spendiert. Das ist leider der Preiserhöhung dieses Jahr zum Opfer gefallen. Das müsst ihr separat mitbestellen und ist nicht mehr serienmäßig mit dabei. Aber ansonsten haben wir die gleiche Logik der 15 Jahre Edition Ausstattungen mit dem Flachbildschirm, mit der Satellitenantenne, alles ist C-mäßig mit dabei. Hier haben wir ganz schön Dreiflammkocher und Spüle mit dem ausziehbaren oder klappbaren Wasserhahn. Kann man runterklappen, hat hier eine schöne Abstellfläche. Offene Blickachsen ist sehr schön bei dem Fahrzeug. Wir haben hier einen Kleiderschrank, wo man auch Sachen verstauen kann und auch reinhängen. Wir haben hier auch noch Wäschefächer, ist ja nicht nur so, dass nur der Kleiderschrank ist, sondern Wäschefächer rechts.
Wäschefächer links und eben vorne die schönen Einzelbetten. Da haben wir, genau, da haben wir auch noch ein Wäschefach. Neues Bedienteil, das CP Plus. Und eben schöne Einzelbetten. Jetzt muss ich gerade spicken. Die sind nämlich hier 1,95 Meter mal 80 und 2 Meter auf 70. Auch ordentliche Längen. Und schauen wir mal, wie es mit der Sitzhöhe auch ist. Da haben wir jetzt auch eine ordentliche Sitzhöhe. Jetzt merkt man wahrscheinlich, dass das Fahrzeug etwas niedriger ist wie die anderen. Aber trotzdem ist es hier noch sehr schön zum Sitzen. Auch wieder gleiche Logik. Wir haben hier zusätzlich das ausziehbare Element, wo man noch ein Polster reinlegen kann. Und man kann dann auch hier, selbst bei der Van-Klasse, problemlos mal ein Kind mitnehmen, wo dann in der Mitte schlafen kann. Auch das Bad ist sehr geräumig für einen Van. Und wir sind hier auf 2,14 Meter Breite. Wir haben hier wieder die gleiche Logik der klappbaren Dusche, sodass wir hier auch einen richtig schönen Raum haben zum Duschen. Handtuchhalter darf natürlich auch nicht vergessen werden. All dies hier ist in diesem Fahrzeug seelmäßig drin. Klar, jetzt kommen wir an einen kleinen Wermutstropfen. Großer Kühlschrank hat er nicht, der ist natürlich nur 89 Liter mit einem innenliegenden Gefrierfach. Aber alles funktioniert halt irgendwann auf einer gewissen Länge nicht mehr. Besteckschubfach ist recht ordentlich, wie bei den großen Fahrzeugen auch. Und hier haben wir wieder Utensilien, Stauräume für Töpfe und so weiter. Schauen wir, Isofix hat er natürlich auch. Hier auch an Familien ist gedacht, wenn ein Kind oder mal zwei Kinder mit möchten, kann man hier auch ganz bequem die Kindersitze anschnallen. Eins hat der Van nicht vorne, das gibt es nicht, hier Fenster in der T-Haube. Das hat Carado dem Fahrzeug nicht mitspendiert, aber finde ich jetzt auch nicht schlimm. Auch der Fernsehplatz hier ist recht bequem, kann hier im Fahrer- und Beifahrersitz eigentlich recht bequem dann auch Fernseh schauen. Alles in einem, ein sehr, sehr kompaktes Fahrzeug, 6,65 Meter und 2,14 Meter, finde ich schon, ist sehr nah am Kastenwagen, aber eben nur sehr nah und nicht ganz dabei. Klar, der, wo ein Kastenwagen-Fan ist, der überlegt sich's vielleicht, aber mal schauen, das ist ja jeder Geschmack ist verschieden und ihr entscheidet ja letztendlich, liebe Kunden. Zum Preis habe ich gesagt, den können wir mit Holzlattenrost, Zulassungsdokumente, Überführung nach wie vor unter 50.000 positionieren. Aktuell ist er eingepreist mit 49.990, genau so wie er hier steht, als Modell 2022. Ich finde, das ist nach wie vor ein Top-Preis, auch als kleiner Wermutstropfen. Wenn das Navi rausgefallen ist, müssen wir halt schauen, wie wir das vielleicht ein bisschen kompensieren können. Aber ansonsten finde ich das Fahrzeug nach wie vor ein tolles Fahrzeug, auch ein sehr beliebtes Fahrzeug, aufgrund dessen, dass es eben kompakt ist und die schönen Einzelbetten im Heck bietet und die ordentliche Heckgarage darunter, sodass man da auch nichts umbauen muss. So, ich hoffe, ich habe euch auch dieses Modell 22 jetzt etwas näher bringen können. Selbstverständlich könnt ihr zu uns in Freistadt kommen. Ihr könnt dieses Fahrzeug bei uns besichtigen. Wir haben es immer live da. Auch schon vor unserem Herbstfest. Wir sind ja bald Richtung unserer Herbstmesse wieder unterwegs. Auch dort findet ihr die aktuellen Informationen auf unserer Homepage www.derfreistaat.de. Da ist immer alles aktuell. Schaut auch dort ruhig mal rein, was es aktuell gibt. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Früh in der Saison als Modell 22, als Service für euch, dass ihr seht, was kommt denn. Und bis dorthin, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns ein Like und bis dorthin, tschüss, euer Markus Braun.